und auf die Torte mit 12 Eiern, in leckeren roter Braten. Dann duft sie durch die Stube, was sie los und auf die Schuhe. Freunde, das ist die beste Idee, die wir seit Jahren hatten. Weihnachten feiern auf Mutters Farm. Klingt ja ganz gut, Fossi, aber hätten wir deine Mutter nicht vorher anrufen und ihr sagen sollen, dass wir kommen? Da sieht man, wie wenig du von Bären verstehst, Kermit. Meine Mutter liebt Überraschungen. Sehr schön, die Dame kann bedient werden. Überraschung, Überraschung. Wisst ihr, ich sehe sie direkt vor mir und weiß, was sie in dieser Sekunde macht. Ja, da ist sie in dem alten Farmhaus auf dem verschneiten Hügel. Oh, wie hat sie es gemütlich bei einem knisternden Feuer. Und wie ist das Haus so schön geschmückt mit Stechpalmen und Mistelzweigen. Da sitzt sie in ihrem Schaukelstuhl, strickt traurig an einem Schal, weil sie allein ist während der Feiertage. Also meine Maschine nach Kalifornien fliegt in genau 3 Stunden. Hoho, Weihnachten in Malibu. Ach, wie werde ich mich am Strand braten lassen? Ringsherum schön braun, wacker, wacker. Oh, wie die Überraschung ihr Gesicht verklären wird. In das Lametta fängt sein ordentlich auf, wie sich das gehört. Wie wird das Wetter? Da kann keiner bei nicht. Mal ein Schneesturm und stört. Und wir wollen musizieren zu engelsarten Weisen, mit demutvollen Leisen. Auch mal auf die Pauke hauen, los, ja, wenn wir jubilieren. Uns freuen wir sie uns doch dann, wie schön das heute. Ich hoffe nur, dass ich nichts vergessen habe. Wollen wir mal sehen. Hin- und Rückflugticket, das Sonnenöl. Kommen Sie rein. Hallo, ist das die Grizzly Farm? Oh, Sie werden der Mieter sein, nicht wahr? Kommen Sie rein. Ja, ja, ich bin Doc. Sind Sie meine Vermieterin? Nein, Sprocket, ich wusste auch nicht, dass wir das Haus von einem Bären mieten. Oh, Vorsicht, Vorsicht, an der Tür ist immer eine Vereisungsstelle. Ach, Sie glauben gar nicht, wie selig ich bin, dass jemand im Haus ist und darauf aufpasst, während ich weg bin. Oh, Sie können beruhigt sein, Sprocket und ich, das ist mein Hund Sprocket, sind entzückt, so ein hübsches Haus mieten zu können. Wir wollten endlich mal ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest auf dem Land verbringen. Da sind Sie bei mir goldrichtig, mein Herr. Bringen Sie Ihre Sachen ins Schlafzimmer. Danke. Links neben der Treppe. Nun, wer kann denn da noch kommen? Tada! Fröhliche Weihnachten, Mom! Ach, du bist jung! Mom! Ah! Ach, wie schön, dich mal wiederzusehen. Ja, ja, nicht wahr? Aber was für eine Überraschung! Nein, nein, die wirkliche Überraschung ist, ich habe all meine Freunde mitgebracht. Du hast fröhliche Weihnachten! Los, rein mit euch! Passt nur auf, da ist ein wenig... Oh, das ist sicher, dass der Mutter nicht wahr? Kommt nur rein! Sag mal, Mom, bist du nicht wahnsinnig glücklich, uns zu sehen? Ja, das kann man wohl sagen. Wie schön. Verzeihung, Frau Bär, Sie werden sich an mich erinnern. Ich habe Ihr Haus gemietet, um hier ein schönes, ruhiges Fest zu verleben. Frieden auf Erden! Gib mir mein Geschenk! Sei lieber vorsichtig, Sprocket. Die könnten von einem fremden Planeten kommen. Die sind nicht gefährlich, vielleicht ein bisschen verrückt. Das sind die Freunde meines Sohnes. Sie sind alle beim Fernsehen. Ja, und alle ein wenig bescheuert. Was soll ich bloß hier? Sag mal, Sprocket, sind das vielleicht die komischen Freckles, von denen du mir sonst berichtet hast? Na komm schon, komm jetzt. Oh Mom, ich möchte dir jemand vorstellen. Das hier ist mein Boss, mein Freund, meine Inspiration, dem ich meinen glorreichen Start im Showgeschäft verdanke. Kermit. Oh ja, die Eidechse. Also eigentlich Frosch. Also hören Sie, Frau Bär, ich weiß, wir sind eine Menge Leute. Falls wir Ihnen umgehen... Macht euch mal keine Sorgen. Wie heißt so? Raum ist in der kleinsten Hütte. Sie entschuldigen schon. Sie hatten mir bei unserem Telefonat ein ruhiges Weihnachtsfest versprochen. Ach, Sie glauben nur, Sie wären enttäuscht. Trauern Sie mit mir, ja? Ich habe 3 Monate Surfunterricht umsonst genommen. Telefon! Telefon! Das ist unser harmloses Tier. Hallo, 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 wer spricht hallo, da? Hallo, komm, immer schön, bist du? Das Schwein. Hallo? Piggy? Ach, Kirby, mein lieber Scher, da bist du, ja? Ja, Piggy, ich bin's. Hör mal, wo bist du? Du wolltest doch mit uns zum Farmhaus kommen. Ja, ich weiß, Kirby, aber ich hatte ganz vergessen, dass ich noch einen klitzekleinen Fototermin zu absolvieren hatte. Ja, lass sie mir über die Schulter schauen, Honey. Ja, bleib so. Dann beeil dich mal. Keine Angst, mein kleines grünes Marsbild. Oh, ja, klasse, gut so. Danke. Mein Chauffeur, Jerome, steht Gewehr bei Fuß, um mich in deine
zu bringen. Tut sweet. Oh. Oh, wunderbar, wunderbar. Ich muss Schluss machen. Hier ist ein Wahnsinnsstrubel. Na schön, bis dann. Kissy, kissy, bye, bye. Oh, ich flippe aus. Ein Schmollmund, vielleicht noch ein bisschen. Mach ich. Ja, fabelhaft. Oh. Na, dann geht mal rauf. Die Schlafzimmer sind alle im ersten Stock. Aber wieso? Das sind unsere Schlafzimmer. Wir haben das Haus gemietet. Nicht noch mehr. Fossi, geh bitte an die Tür. Ist gut, Mann. Hurtig, es ist Smellebröt. Fröhliche Jule. Oh, Vorsicht, die Schwelle ist immer leicht vereist. Machen wir für alle die Gubble Gubble Weihnachtsrute an, ja? Oh, sie kommen extra hier raus, um für uns alle den Weihnachtsbraten zu machen, ja? Ja. Oh, die kommt, die Weihnachtsmann, kommen seinen Bratenpfann. Ja. Oh, auf so die Krise stehen. Also, wo kann mein kleines Küken Camilla geblieben sein? Ah, ich geh schon hin. Ja, bitte. Habe die Ehre. Sie sind ein Truthahn, nicht wahr? Ja, freilich. Kommen Sie weiter, ich muss gleich mit Ihnen reden. Da gehe nicht mit die Ratten in die Küche. Ja, wieso? Hier sind ja auch noch Hühner und wir hatten immer sehr viele Tiere in der Küche. Hören Sie, Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort. Machen Sie einen Spaziergang. Machen Sie eine Fliege. Verschwinden Sie. Ich bin hierher zu Weihnachten eingeladen worden von einem Kerl mit dänischem Akzent. Ach, er hat eine große Kochmütze auf. Das Ganze hörte sich verlockend an. Der mit der Mütze ist aber ein Koch. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass es hier ziemlich gefährlich für einen Truthahn werden könnte? Hä? Nicht für mich, ich bin Überlebenskünstler. Wo ist mein Zimmer, bitte? Wenn Sie nicht vorsichtig sind, landen Sie im Ofen. Bis später, Krummschnabel. Ich sehe dich beim Essen. Du siehst besorgt aus, Fossi, was gibt's denn? Ja, weißt du, Kermit, der Koch ist nämlich relativ verärgert. Er hat was gegen die Ratten und die Hühner in der Küche. Tja, wie wär's denn, dass ich stattdessen in sein Schlafzimmer tue? Wir nehmen die Federn in Hühnchen, gleich hat die Kitchen in die Bettchen, ja. Na, dann mal los, ihr habt's. Jawohl! Ja, marsch ab ins Schlafzimmer vom Koch! Wieder eine Krise überstanden. Da sind aber eine Menge von uns hier, Naja, zum Fest kommt halt die ganze Familie zusammen. Und meistens endet es mit einem Krach. Und trotzdem, würde das Leben wie im Traum vorbei wehen, gäb's nicht solche Höhepunkte. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Es schneit und es windet, der Sturm tobt ums Haus. Beginnt doch nicht aus. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Floyd ist so weit, es ist Jingle bell Zeit. Lebkuchen süße und Bratäpfel duft. Ziehen durch die Luft. Man kann die Weihnacht, so wie die Mainacht, rocken bis um vier. Und vier. Zu schnippen Glocken, das ist verbrochen. Viel zu Klarinette und Klavier. Kriegt auch das Christkind dabei einen Schock. Jingle around the clock. Doch nach dem ersten Schreck kannst es dann kicken. Mit dem Jingle Bell. Mit dem Jingle Bell. Mit dem Jingle Bell. Mit dem Jingle Bell Rock. Mit dem Jingle Bell Rock. Umfeld! Oh, der wird einen wunderschönen Weihnachtsbaum abgeben. Vielen Dank, Leute. Bringt ihn gleich rein. Juhu, Fossi, ich hab's endlich geschafft. Das wurde auch Zeit, du bist spät dran. Junge, bin ich erledigt. Ich bin den ganzen Weg hinter einem Lastwagen hergejagt. Ich verstehe, Lastwagenjagen ist vermutlich komisch. Naja, für einen Hund schon. Geh rein und erzähl es Mom gleich. Mach ich. Sie hat einen tierischen Humor, weißt du. Sehr schön, Jungs. Stellt den gleich rüber in die Ecke. Und ihr macht mal ein bisschen voran mit den Stechpalmen hier. Hallo, Frau Bär, ich hab gerade einen Lastwagen gejagt. Ach, du lieber Himmel. Fossi hat vergessen, dich auf die vereiste Stelle aufmerksam zu machen, ne? So ist er halt, immer verschusselt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Rolf der Hund und komme zum Fest. Na so, das hört wohl nie auf, wie? Na schön, ich gehe nachsehen, ob in der Hundehütte saubere Kissen liegen. Hundehütte? Ja, es ist schon recht hinderlich, wenn man die Sprache nicht spricht. Aha,
Hier ist ja wirklich für alles gesorgt. Seht euch das kleine Prachtstück an. Junge, Junge, ist der Klimperkasten aber verstimmt. Zum Glück liebe ich verstimmte Klaviere. Ich höre die Schlittenglocken, sie bimmeln lieblich für mich. Das ist das schönste Wetter für einen Bär und einen Schneemann wie dich. Du siehst die Flockenriesen, die Freunde rufen Juhu! Ah, darüber freuen sich Bär und der Schneemann und lachen dazu. Tolle Harmonie, gar nicht so übel für einen Schneemann. Ich bin eben außer Schnee auch ein Schumann. Was ist das nun wieder? Was du immer sein möchtest und vermutlich niemals sein wirst. Wir feiern Weihnachten zu Haus bei Aschibär. Das wird ein tolles Fest mit allen von weit her. Und wir singen, was wir gerne singen und manches gleich zweimal. In der Röhre macht das Popper leise. Pop, 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 pop. Aber jetzt mal im Ernst, Fossi. Was hältst du von dem Wetter, das wir haben? Es ist ziemlich kalt. Wie kalt ist es denn? Es ist so kalt, als ich heute Morgen meinen Kühlschrank aufgemacht habe, saß ein Eisbär da drin, der sich aufwärmen wollte. Aber um Weihnachten ist es doch immer so kalt. Ach ja, Weihnachten, eine schöne Zeit. Da ist einmal mehr sich Regen bringt Segen. Du meinst Regen? Wieso Regen? Es schneit doch, mein Schatz. Du siehst die Flockenriesen, die Freunde rufen Juhu. Juhu! Darüber freuen sich nicht bloß wir, nein, hoffentlich auch du. Ihr beide solltet mit eurem sonnigen Humor zu uns an den Pol kommen. Ja, meinst du? Ja, hör mal, du bleibst hier. Ich bin sofort wieder da. Kermit! Hey, Kermit! Kermit, wo bist du? In der Küche, Fossi. Oh, Kermit, ich habe wunderbare Neuigkeiten. Kermit, Kermit, die Pinguine wollen meine neue Nummer engagieren. Komm mit und hörst dir an. Also, ja, ich höre. Also pass auf, ich war da draußen und hab diesen... Oh, schau mal mit. Kermit, warte, warte, ich muss dir das... Hallo, ja, hier ist die Frau von Emily Bär, Kermit der Frau... Oh, hallo, Piggy. Joel, Kermit, ich wollte dir nur sagen, dass ich noch einmal winzige, klitzekleine Weihnachtseinkäufe machen muss, bevor ich rauskomme zum Farmhaus. Aber Piggy, heute ist doch Heiliger Abend. Ja, den ich beabsichtige, mit meinem Kermit zu verbringen. Bis bald. Tata. Oh, grüne, wuschelige Flipper-Slippers, die hinreißen. Bitte in Geschenkpapier einzupacken. Kermit, kann ich dir jetzt von meiner neuen Nummer erzählen? Also, sicher, ich bin ganz Ohr. Was ist da wieder los? Frösche haben doch keine. Was soll das heißen? Er ist ganz Ohr. Das ist mein Hund Sprocket und nicht der Weihnachtstruthahn, verstanden? Und ich schmecke besonders mit die leckere Pfeffernüsse. Hören Sie, es ist mir egal, ob der Truthahn gesagt hat, der Hund ist ein Truthahn. Der Hund ist kein Truthahn, der Truthahn ist der Truthahn, Sie Truthahn. Kommst. Kann man noch wagen in die kleine Viereckformen, die kalte Hunde, ja? Das fängt an Spaß zu machen. Apropos Spaß, hey Mädel, wie geht's hey, uns Hey Kermit, denn, sieh mal, was ich gefunden habe. Ein altes Heimkino. Es war im Schrank zusammen mit einem uralten Film von damals, als die Muppets gemeinsam ihr erstes Weihnachten gefeiert haben. Oh, toll, den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Mach das Licht aus und lass den Film laufen. Er ist alle Bescheid, heute ist es soweit. Hey, seht mal, wer da ist. Fräulein Schweinebacke, als sie noch ein kleines Würstchen war. Es kommt für uns heute Nacht. Ah. Er weiß genau, wer lieber brav war. Ich glaube, du warst zu der Zeit noch gar nicht sauber. Aber Ma! Kommt er zu uns beinahe. Seht mal, wie klitzeklein Rolf damals noch war. Klitzeklein, ja, aber ich war schon stubenrein. Er verfolgt dich wachsam bis in den Schlaf, sei um Himmels Willen brav. Was für ein hübscher kleiner Teufel ich mal war. Ihr wisst Bescheid. Vor der Tür, die Schuhe bereit, denn Nikolaus kommt für uns heute Nacht. Oh, seht mal, hier. Ja, manche Dinge ändern sich eben nie.
Das hat wirklich Spaß gemacht. Sogar bescheuert. Die sind niedlich, solange sie noch Babys sind. Ich wusste, sie würden uns irgendwann mögen. Das habe ich nicht gesagt. Was ist da los? Ich sag dir was, mein Hühnchen, auf eine wie dich habe ich gewartet. Camilla! Sag mal, was geht hier vor? Oh, was hast du für leckeres Schenkelchen, meine feinfiedrige Mama? Entschuldigen Sie, Camilla ist mein Mädchen. Aber sonst geht's dir wohl gut. Du bist ja nicht mal ein Vogel. Na und? Niemand ist vollkommen. Na komm, Henny Penny, lass uns für ein kleines, freundliches Kratzen und Gackern auf den Hof verschwinden. Jetzt reicht's mir aber. Lass mich ran an ihn und ich reiß ihm seinen schlampigen Teelappen raus. So, du und welcher Trottel komm, sonst? Trau dich, wenn du dann ziehe. Willst du mich wohl auf den Arm nehmen, Schlauchnase, was? Ich trau dir dein Brustbein raus. Du mit deinem ja? Blaubeerkoller. Was du nicht sagst. Ja, ach ja. Da. Und gemerkt. Was höre ich da? Wie ich gleich Tutanhashi machen werde. Aber nein, hört doch! Mich deucht, ich höre Jubellieder! Jubilieren ziehen wir fröhlich durch den Winterwald, weil wir wissen, Weihnachtsmann und Christkind kommen bald, bringen Liebe und Glück und vom Paradies ein Stück. Und das nicht bloß für heute, nein, fürs ganze neue Jahr. Es wird sicher besser, als das letzte war. Seht mal die Sesamstraßenbande. Fröhliche Weihnachten wünscht die Sesamstraße. Schmückt das Haus mit Tannenzweigen. La, 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 la. Nehmt die Flöten, stimmt die Geigen. La, 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 la. Putzt die Zähne, kämmt die Haare. La, 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 la. Noch einmal in diesem Jahre. La, 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 la. Los, Annie, du bist dran. Im Kamin das Feuer knistert. La, 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 la. Überall wird leid geflüstert. La, 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 la. Wir singen dieses dämliche Lied nicht mit. La, 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 la. Und ich ziehe die bunten Teller. La, 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 la. Du bist dran, Harry Monster. Und das Alte geht zu Ende. La, 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 la. Fröhlich grüßt die Jahreswende. La, 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 la. Sing zusammen jetzt noch einmal. La, 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 la. Schmückt das Haus mit Tannenzweigen. Nehmt die Flöten, schnippt die Geigen. La, 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 la. Ach, das ist so schön, Dad. Es ist so stimmungsvoll. Wie schön, Sie alle hier zu haben, nicht wahr? Irgendwie spürt man den Frieden der Weihnacht. Aber was ist denn seit der Weihnacht? Ja, Doc, Sie wissen, was das heißt. Oh, bitte, ich muss jetzt auch unsere Hängematte im Speicher rollen, stimmt's? Entweder das oder ihr baut euch ein Etagenbett in der Besenkammer. Sprocket, besorg mir bitte einen Hammer, ja? Oh, hallo Sie da, wir sind Ernie und Bert. Ja. So, freut mich ihr beiden, ich bin Doc. Wussten Sie schon, dass Doc mit dem Buchstaben D beginnt? Ja. Und ja, beginnt mit dem Buchstaben J. Ja. Stimmt. Und stimmt beginnt mit dem Buchstaben S. Was soll das, wa? Da, wo wir herkommen, ist das Konversation. Naja, wie auch immer, nett, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Aber ich muss gehen und mein Etagenbett bauen. Ein Etagenbett ist ein E-Wort. Ah. Nein, das musst du missverstanden haben. Ich bin eine Milchkuh. Nein, ich erkenne einen Vogel, wenn ich eine habe. Na gut, gut, gut. Ja, ich bin ein Vogel, aber eine Seemöwe. Nein, gib einer. Okay, ich gebe es zu, das Spiel ist aus. Hier bin ich also der Weihnachtstrutan. Habt ihr so gesagt von die Beginnen? Hey, was soll das? Vorsicht, meine Brille. Ich kann mir vorstellen, was jetzt passiert. Das ist das traditionelle Maßnehmen, nicht wahr? Um sicherzugehen, dass die Bratpfanne auch groß genug ist, wären so schön für einen Vogel. Oh ja, wir machen eine Rolle braten, dann wird es hineingehen. Ja, allerdings, bevor wir weitermachen, da ist, glaube ich, etwas, was Sie sich doch vorher ansehen sollten. Ah, verstehe, du willst aussuchen, die Beilagen für Wenn dich. Du schon meinst, ich wäre ein schöner Festpaten, dann schau dir mal den an. Victoria! Dann wir können Marke die gefüllte Riesentauben, ja. Sag ich doch, die schmeckt ja auch viel besser. Hey, alle, sag mal schnell, da kommt eine Sondernachricht im Fernsehen. Und hier noch rasch eine Kurzmeldung. Der schlimmste Blizzard seit 50 Jahren bewegt sich mit großer Geschwindigkeit auf unsere Region zu. Laut Meldung unserer Wetterstation sollen überall die Barometer jäh fallen. Ah, er hat recht, seht euch das Schneetreiben an. Eine Schneeflocke, zwei Schneeflocken. Oh wei. Und bei dem Sauwetter ist das Schwein unterwegs.
Also nochmal, der riesige Kanarienvogel schlägt mit dem Plätzchenfresser ins Speicher. Stimmt. Und das blaue Monster sagte, es würde in der Badewanne schlafen. Hab ich. Und Ernie und Bert wollen mit der Eidechse hier kampieren. Nicht Eidechse, Frosch. Kermit der Frosch. Und was ist mit Oskar? Oh, danke. Ich fühle mich miserabel genug in der Tonne hier. Vielleicht könnte ich über die Feiertage bei dir bleiben. Na ja, ich hatte noch nie eine Ratte in meiner Abfalltonne. Es ist vielleicht ganz nett. Na also. Hey, Leute, seht mal, was ich habe. Weihnachtsplätzchen. Plätzchen. Danke, war gut. Wer war diese merkwürdige blaue Kreatur? Weiß nicht, aber er könnte mir gefallen. Hey, wir proben jetzt unser großes Sesamstraße-Weihnachtsspiel. Bravo! Es heißt, es war in der Nacht vor dem Weihnachtsabend. Komm schon raus, Bert. Ich will nicht. Jetzt mach keinen Zirkus. Bitte zwing mich nicht. Aber hier warten alle drauf, dass wir anfangen. Ernie, warum musst du mich nur immer wieder demütigen? Wie kommst du darauf? Jemand muss die Mama spielen und du hast das Glück gehabt. Lass es uns schnell hinter uns bringen. Okay. Es war in der Nacht vor dem Weihnachtsabend von Clement Moore. Bitte, Rolf. Es war die Nacht vor dem Weihnachtsabend. Still lag das Haus. Nichts bewegte sich hier mehr. Nicht mal eine Maus. Ich wurde Maus. Deine Probenmaus ist da. Wozu hast du die Schüssel mit? Oh, damit jeder sieht, dass ich mich nicht bewege, wie es im Gedicht heißt. Achte darauf, dass zum Beispiel diese Hand niemals den Löffel berührt. Also irgendwie sind sie ja doch süß, nicht? Also wobei, bist du ja nicht mal eine Maus. Mama auf ihrem Zimmer, das bist du, Bert. Ich weiß. Und ich in meinem Raum trieben mit dem Schlafboten einen herrlichen Traum. Da hörte ich Getöse vom Garten her. Ich sprang aus dem Bett, wollte nicht warten mehr. Öffnet den Vorhang! Aber was denn, die Monster als Rentiere verkleidet? Sowas Verrücktes. Und wo ist der Weihnachtsmann, hä? Keine Angst, Bert, zu dem kommen wir noch. Ein Schlitten gezogen von Rentieren war fein. Ich wusste gleich, das kann nur der Weihnachtsmann sein. Ich wusste es, dem ist nichts heilig. Moment mal, wer hat dem zweiköpfigen Monster erlaubt, den Weihnachtsmann zu spielen? Na ja, es wollte unbedingt auch mal mitspielen. Ich meine, Sie wollten es, beide wollten Sie mitspielen. Weiter, Ernie, das große Finale, bitte. Okay, und was er dann rief, hatte ich fast mir gedacht. Wünsche fröhliche Weihnachten und jetzt erstmal gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank, danke, danke schön. Ich will euch ja nicht den Spaß verderben, aber habt ihr gemerkt, was da draußen vorgeht? Seht euch bloß das wüste Schneetreiben an. Oh Gottchen, genauso ein schwarzer Himmel wie damals bei dem großen Blizzard von 41. Ich sag Ihnen was, Herr Eidechse, seien Sie heilfroh, dass alle Ihre Freunde hier gesund und munter im Warmen sitzen. Ja, aber Sie sind gar nicht alle gesund und munter. Sollte Ihre Schweinefreundin unterwegs sein, wird ihr wohl der Ringelschwanz abfrieren. Hallo? Hallo, Kami. Ich bin fertig mit dem Einkaufen. Aber leider ist mein guter Jerome mit dem Rolls in einer Schneewehe stecken geblieben. Also werde ich mir ein Taxi angeln und damit zum Farmhaus kommen, ja? Hör mal, Piggy, du kannst jetzt nicht fahren. Da draußen baut sich was Furchtbares zusammen. Ich würde sagen, du wartest besser, bis das Unwetter vorbei ist. Unsinn! Und den Weihnachtsabend versäumen mit wo? Es schneit ein wenig Adventure. Bis gleich, Kirby. Bussi, bussi, bussi. Sie wird ja wissen, worauf sie sich da einlässt. Kermit, du siehst besorgt aus. Ich weiß genau, womit ich dich ablenken kann. Hä? Mit was Komischem. Ja, komm mit. Es wird Zeit, dass du meinen neuen Partner kennenlernst. Ach so, ja. Wer war gleich dein Partner? Ein Schneemann. Mal ganz was Neues. Ja, komm mit auf den Hof. Wir zeigen dir unsere Nummer. Was? Ich soll da raus? Ich werde mir die Schwimmhäute erfrieren. Es ist nicht kalt. Doch, es ist kalt. Es ist nicht kalt. Kann ich mich einen Moment aufwärmen, ja? Ja, schön, es ist kalt. Ich bin Kermit der Frosch. Du musst Fossis neuer Partner sein. Ja, das ist er. Nicht, wir beide sind toll. Ja, weiter, los jetzt. Komm rein als Schneemann und wenn du rausgehst, bist du ein Star. Hey, Leute, hört mal alle her. Wollt ihr unsere neue Nummer sehen? Wir würden sie liebend gern sehen. Genau gesagt, finden wir schrecklich, sie nicht zu sehen. Genau gesagt, hätten wir sie liebend gern schrecklich. Stettler, Waldorf, wo kommt ihr beiden plötzlich her?
Sie sind Freunde von mir, Fossi. Sie feiern jedes Jahr Weihnachten mit mir. Was? Meine leibliche Mutter ist mit euch Kerlen befreundet? Weißt du, die beiden sind wie füreinander gemacht. Mhm. Der Schneemann ist eiskalt und der Bär kein heißer Typ. Oh, bitte nicht. Mach nichts. Wer's no business, likes no business. Ignorier sie einfach, Schneemann. Komm, wir fangen an. Sprich deinen Text. Hey, Fossi. Ja, was ist der Schneemann? Wie ich zufällig hörte, ist hier die Kirche abgebrannt. Da war ein Knallfrosch im Klingelbeutel. Die klauen uns sämtliche Pointen. Ach, lass gut sein, Fossi. Vergiss das Ganze. Ich fange an zu schmelzen. Es ist zu heiß hier drin. Du weißt, wie heißt es so schön? Wer keine Hitze vertragen kann, geh besser nicht auf eine Farm. Komm mit, ich bring dich auf die hintere Veranda. Das Schneegestöber wird immer dichter, nicht wahr? Ich hoffe nur, Piggy ist nicht stecken geblieben. Hast du einen sehr besorgten Frosch? Aha, das ist einer. Ein besorgter Frosch. Oh, er ist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Dann sind zwei. Zwei besorgte Frösche. Frag mich nicht, was es bedeuten soll. Ich weiß es nicht. Ich gehe lieber und hol noch mehr Holz für den Kamin. Sie wollten mit mir über etwas sprechen, hat man mir gesagt. Oh, ja, ja, ja. Ein Hammer, Hammer, Sohn. Eine bezaubernde Kirche. Sagen Sie, werden Sie denn auch Preiselbeersoße und Kartoffelbrei machen? Hm? Ja, Soße für die schöne Preiselbeere, wie mag ich für die große Vögelin, ja. Ich bin sehr neugierig. Ich möchte alles über das Menü erfahren. Oh, die Menü, wir haben umgestellt in diesem Moment. Erstmal möchte ich das kleine Geschenk hier für Sie loswerden. Oh, eine Präsentchen. Es ist schokoladenüberzogenes Vogelfutter. Ich habe es selbst gemacht. Merke diese Köstlichkeiten hier für mich? Ich wollte Ihnen was schenken, weil, naja, ich weiß, Sie kommen aus Dänemark. Das muss doch sehr hart für Sie sein, wenn ich meine, von all Ihren Lieben und der Familie getrennt über das Fest. Ja. An Weihnachten haben die gewöhnlichsten Dinge plötzlich einen Zauber und wirken irgendwie geheimnisvoll. Ja. Und Maroni schmoren am offenen Feuer. In die Nase zwickt der Frost. Brüten sind über Nacht wieder teuer und haben doch so gut wie nichts gekostet. Jeder wartet auf den Kuss schon unterm Mistelzweig. Aufs Backen wartet's Mürrebrötenteig. Hörst du's auch heut noch sehr oft, sagest du, frohe Weihnacht. Gnädige Jul. Na, na, wer wird denn weinen? Schon gut. Erzählen Sie mir lieber, was es noch alles Schönes zum Abendessen gibt. Oh, aber nicht die andere verraten. Nach einer alten Rezeptin von die Tante Osen. Geschnetzelter Weizen mit Preiselbeersoße. Ja. Aber das ist ja mein Lieblingsessen. Ja. Da darf ich aber morgen früh eine Menge Schnee wegschaufeln, wie? Ja, und es wird schlimmer und schlimmer da draußen. Du bist auch froh, dass du hier drin sitzt, wo es schön warm und mollig ist, hm? Ich wünschte nur, Piggy wäre auch hier. Mhm. Okay, ich zähle jetzt bis drei. Dann gibt Gas. Eins, zwei, drei. Du bist tatsächlich sehr besorgt wegen deiner Freundin, nicht wahr, Kermit? Hm? Ob ich besorgt bin? Naja, ein bisschen schon. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich geh raus und sehe, wo sie bleibt, hä? Das wollen Sie? Aber im Grunde kennen Sie Piggy doch überhaupt nicht. Ach, weißt du, bis vor kurzem war ich noch nicht einem einzigen von euch begegnet. Und inzwischen sind wir Freunde. Ja. Sprocket und ich waren erst sauer, weil wir alleine Weihnachten feiern wollten. Aber das ist viel besser. Also verrat mir, wie deine Freundin aussieht. Nun, um es einfach und mit einem Wort zu sagen... Sie ist ein Schwein. Tja, bis vor wenigen Stunden noch hätte ich das merkwürdig gefunden. Ich versuche mein Glück. Sehr freundlich. Danke, Doc. Sei froh, dass du kein Schwein bist, sonst würdest du dir dein Ringeschwänzchen abfrieren. Wirklich, ein netter Mann. Onkel
Kermit. Robin, wo bist du? Hier im Keller. Was machst du denn da unten? Ich habe eine Entdeckung gemacht. Na ja, da bin ich aber neugierig. Erinnerst du dich, was du mir von den Freckeldöchern erzählt hast? Ja, und dass, wenn ich zufällig eins finden würde, ich in den Freckelsfelsen reingehen und die Freckels treffen könnte? Ja, und? Ist das hier eins? Oh, na ja, es sieht zumindest so aus, als ob es eins sein könnte, Robin. So genau weiß man das nie. Könnten wir nicht reingehen, Onkel Kermit? Ob wir da rein? Ja, vielleicht ein paar Meter. Vielleicht treffen wir ja jemanden. Pass auf, wo du hintrittst, Robin. Hier ist es irgendwie unheimlich, nicht? Sieht aus wie eine Tropfsteinhöhle. Ja, ja, okay, Kermit, aber wir haben es. Okay. Oh, wenn das wirklich der Freckelsfelsen wäre. Ich sag dir was, wenn ich ein Freckel wäre, möchte ich hier und nirgendwo sonst leben. Moment mal. Mir war, als hätte ich was gehört. Hab nicht gehört. Hast recht. Ein bisschen unheimlich ist es hier wirklich. Oh, hallo. Alle miteinander. Ja, ja, ebenfalls. Ihr seid die Freckels, nicht wahr? Kann man wohl sagen. Aber ihr seid keine. Kann man wohl sagen. Nein, 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 ich bin Kermit und das ist Robin. Wir sind Frösche. So, was ist ein Frosch? Was ist ein Frösche? Das kann man wohl sagen. Nicht anfassen, Mocky. Frösche sind berüchtigte Bakterienüberträger. Eigentlich waren wir ja nur gekommen, um euch Freckles fröhliche Weihnachten zu wünschen. Ja, danke. Ja, ja. Aber was ist Weihnachten? Ja. Was denn? Feiert ihr nicht Weihnachten? Nein. Also Weihnachten kommt man mit allen, die man besonders gerne zusammen. Ja, und dann wünscht man sich Frieden auf Erden. Oh, so was Ähnliches haben wir natürlich auch. Ja, und was für ein Zufall. Jetzt feiern wir das nämlich mal wieder. Wir machen uns dann gegenseitig kleine Geschenke. Buba bekommt zum Beispiel von mir den hübschen kleinen Kiesel. Denselben Kiesel habe ich Mucki im letzten Jahr geschenkt. Und ich hatte ihn im Jahr vorher Rett geschenkt. Ja, und im Jahr davor, Wembley, hattest du ihn von mir bekommen. Ja, 37 Mal hat er schon den Besitzer gewechselt. 37 Mal schon? La 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 la, la 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 la. La 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 la. Schenk es her, ist der Kugel rund und vor allem bunt und dein Herz hängt dran. Ja dann, schenk ihn her, wenn der Rolli rollt, so wie du's gewollt, gerade dann, mein Freund. Ja dann, schenk ihn her, wenn du nicht nur an dich denkst, deine Liebe auch verschenkst, kriegst du Liebe dann zurück. Schenk sie nochmal her. Ich dir ein Geschenk, merkst du, dass ich an dich denk? Schenke her dein liebstes Stück, merk dir, aha, das bringt Glück. Schenk es her, schenk es her, schenk es her, schenk es her. Fällt's auch schwer, fällt's auch schwer. Gib dir einen Ruck und schenk es her, schenk es her, schenk es her, schenk es her, schenk es her. Hast du Glück, kriegst du doppelt es zurück. Wenn dem Freund du etwas liebst, merkt er gleich, dass du ihn liebst. Frage nicht nach wenn und wer, nein, nein. Schenk es her, denn es liegt ein tiefer Sinn im Hin und Her. Geschenke drin, das zu begreifen fällt dir schwer. Darum, schenk es her. Ja, so funktioniert das mit den Freckles Geschenken. Na ja, das gefällt mir. Buba, beinahe hätte ich's vergessen. Ich wollte dir gerade den Kiesel geben, als unser Besuch kam. Wow. Oh. Vielen Dank, Mucki. Also, es war nett, euch kennengelernt zu haben, Freckles. Aber jetzt müssen wir wieder gehen. Oh, das ist aber schade. Das kann man wohl sagen. Wartet. Robin, bevor du wieder gehst, möchte ich dir gleich den hübschen Kiesel weiterschenken. Oh Mann. Also dann, fröhliche Weihnachten, Freckles. Fröhliche Weihnachten, Frösche. Fröhliche Weihnachten. Mensch. Das war vielleicht ein Spaß. Ja, gerade Weihnachten ist es schön, nette Leute kennenzulernen. Robin, komm schnell, man hört Geschrei von draußen. Das könnte Piggy sein. Oh, dann aber nichts wie rauf. Kann einer von euch was sehen? Na, wenigstens hat der Schneesturm ein bisschen nachgelassen. Koch, mach eine heiße Suppe für Sie. Und Sie haben bestimmt eine Wärmflasche, Frau Bär, die man bereitlegen könnte. Kermit, ich glaube, das ist sie. Was? Ja, sie ist es und sie sieht gar nicht so schlecht aus. Für ein Schwein. So, da wären wir. Frohe Weihnachten,
Kermit. Ich komme doch nicht zu spät. Hm? Also, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, Kermit, aber ich habe überall im Schnee gesucht. Und siehe da, auf einmal war da Miss Piggy mit diesem Kostüm für mich. Sie müssen gar nichts erklären, Doc. Davon versteht Piggy nun wirklich etwas, wie man einen Auftritt macht. Oh, am schönsten ist's daheim, doch am Weihnachtstag bist du sonst auch in der ganzen Welt zu Hause. Hast du Sehnsucht nach Sonne, einem freundlichen Blick? Führt ins Traum daheim, wie schnell dich zu. Seid doch mal ruhig. Entschuldigt, Leute. Bitte mal herhören. Leute, meine Mutter möchte etwas Wichtiges verkünden. Dankeschön, Fozzie. Ich möchte euch alle noch mal hier willkommen heißen. Ich hoffe, inzwischen sind doch wohl alle angekommen. Ja, ja, wir sind alle hier. Wir das ist gut. Allmählich wird der Platz nämlich ein wenig knapp. Zwei von euch müssen aufgehängt am Kleiderbügel an einem Haken an der Wand schlafen. Was für eine fabelhafte Idee. Ah, ich mag das, mag Kleiderbügel. Ja. Auf den Trick hätten wir auch längst selbst kommen können. Ja. Siehst du, Mom, ich hab doch gesagt, es ist kein Problem. Es sind Verrückte, Fozzie. Ja. Aber es sind nette Verrückte. Ja. Tja, meine Lieben, es ist Weihnachtsabend, der Baum ist geschmückt. Es wird Zeit für das alljährliche Weihnachtsliedersingen. Fang an, Roald. Happy Holiday, Happy Holiday, Happy Holiday, Happy Holiday. May the calendar keep bringing Happy Holidays to you. Happy Holiday, Happy Holiday, Happy Holiday, Happy Holiday. May the merry bells keep ringing, may your every wish come true. Ding dong merrily on high, in heaven the bells are ringing. Ding dong, verily the sky is riven with angels singing. Was ist das bloß? Das ist Bretzau. Lass uns gehen und nachschauen. Ja, ja. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. And what was in those ships all three on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships all three on Christmas Day in the morning? Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen, when the snow lay round about, deep and crisp and even. Brightly shone the moon that night, though the frost was cruel, when a poor man came in sight, gathering winter fuel. The holly and the ivy, when they are both full grown, of all the trees that are in the wood, the holly bears the crown. For the rising of the sun, and the running of the deer, the playing of the merry lark, is we singing in the choir. I'll be home for Christmas. You can count on me. You'll have snow and mistletoe and presents on the tree. Happy holiday! Happy holiday! Happy holiday! Happy holiday! May the calendar keep ringing happy holidays to you. Olden days.
golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Biggie. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. The years we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Joyous voices sweet and clear, sing the sad of heart to cheer. Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing. Ding dong, ding dong, Christmas bells are ringing. Caroling, caroling near and far. Following, following yonder star. Mark ye well the song we sing, glad some tidings now we bring. Christmas bells are ringing. I heard the bells on Christmas Day, their old familiar carols play. And wild and sweet, the words repeat of peace on earth, goodwill to men. It's in every one of us to be wise. Find your heart, open up both your eyes. We can all know everything without ever knowing why. It's in every one of us, by and by. It's in every one of us, by and by. Old friends, new friends, home with the family. Together at Christmas, snowflakes, sleigh bells, bringing back memories. We'll be together at Christmas. Some things change with passing years. Let this feeling stay. Piggy, nun wird es wohl langsam Zeit, dass ich dir dein Geschenk gebe. Ein Geschenk für mich? Oh, sag mir, was es ist, was ist es, was ist es? Tja, liebste Freundin, mein Geschenk ist ein Nerz. Ein Nerz? Ein Nerz, ja. Oh, mein liebster Mr. Corbin, wo ist der Bubu? Hi, Maureen. Hallo, ich bin Maureen, der Nerz. Was? Sie sagte, hallo, ich bin Maureen, der Nerz. Ja, doch, hab ich gehört.
Also dieses Wesen hier, das ist ein Nerz. Mein Herz! Oh, Miss Piggy, ich habe alles gesehen, was Sie gemacht haben. Ich bin Ihr größter Fan. Ich könnte den Boden küssen, auf dem Sie wandeln. Oh, was für ein wundervolles Bein! Sag es doch! Da wir von Geschenken sprechen, Gruber, möchte ich dir den wunderhübschen Freckelkiesel schenken. Oh, was denn was? Der hübsche Freckelkiesel hier für mich? Oh, ich liebe Weihnachten! Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten euch allen! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Na, wie es aussieht, haben Sie Ihren Spaß da draußen, wie Sprocket. Weißt du, ich freue mich immer, wenn sich andere freuen. Aber trotzdem muss sich jemand ums Geschirr kümmern. Was meinst du? Sprocket, komm her. Ich wasche und du trocknest ab. Ein Mistelzweig. Fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten, Ihnen. Und frohe Weihnachten, Leute.